und herzlich willkommen bei Alanya Homex. Mein Name ist Yeshim und ich habe eine wunderschöne 2+1 Wohnung in Mahmudlar für euch, die ich euch gerne zeigen möchte. Dann kommt mal mit rein. Genau, schön die Schuhe ausziehen. Jawohl, und ich fange schon mal gleich in dem kleinsten Raum dieser Wohnung an. Wir haben hier 115 Quadratmeter, eine 2+1 im dritten Stock. Hier bin ich und die Wohnung ist frisch renoviert worden. Ihr seht, hier hat man ein bisschen was, einen anderen Stil mal reingebaut, aber den schauen wir uns jetzt gleich mal gemeinsam an. So, wir wären hier auch schon in dem kleinen Schlafzimmer so gesehen. Alle Möbel sind hier neu, die komplette Einrichtung, die Wände sind gemacht. Ja. Also ich denke, es sieht eigentlich ganz anständig aus. Klimaanlagen sind auch vorhanden in allen Räumlichkeiten. Wir haben hier ein ganz tolles Telefon. Mit dem ihr auf jeden Fall nicht telefonieren solltet. Fasst es am besten gar nicht an. So, das mal das eine. Mensch, Kottenhaus. So, da, wie gesagt, wären wir hier schon mal im kleinen Raum. Ihr seht, hier hat man wirklich jede Nische so ein bisschen genutzt, hat da wunderschöne Regalsysteme reingebaut, ein bisschen Dekoration, ein bisschen Schnickschnack und Schnörkel und es sieht alles ganz nett und einladend aus. So, dann kommen wir auch schon in das zweite Schlafzimmer, welches natürlich das größere ist. Ihr seht, hier hat man auch neue Möbel, wir haben eine Garderobe, wir haben ein schönes großes Bett, eine Kommode, eine Tapetenwand, hier ist auch an den Fernseher gedacht worden, also falls das jemand wünscht und gerne noch Fernsehen schauen möchte im Schlafzimmer, kann er das natürlich da gerne anschließen lassen. Und wir haben hier auch schon gleich einen Balkon. Die Wohnung hat übrigens zwei Balkone. Gehen wir gleich mal hier raus. Jawohl. Und wir haben hier 100 Meter bis zum Meer. Und ihr seht natürlich vom Balkon aus natürlich auch schon das Meer und ja, die Rückseite, also so sieht es mal aus, das ist nicht der Pool, der hierher gehört, den sehen wir auf der anderen Seite, dann gehen wir auch gleich mal weiter. So, es ist wirklich nett gemacht, es ist schön gemacht hier, also da kann man wirklich nichts sagen, sieht alles sehr anständig aus. Ah! Wir haben ja hier noch ein Badezimmer, richtig, das möchte ich euch auch zeigen. So, das Badezimmer ist, ja, man könnte sagen, trotzdem relativ großzügig. Wir haben ein WC, wir haben eine wirklich große Duschkabine, Platz für eine Waschmaschine und einen Waschtisch, genau. Hier kann man natürlich, wenn man das wünscht, noch irgendwie etwas verändern. Nur, es ist ja hier schon alles gemacht worden, also ist es eigentlich ganz vernünftig, wenn man das so, wie es ist, einfach weiter übernimmt. Ja, dann möchte ich auch gleich mal weitergehen. Also ihr seht ja, der Flur, der ist auch wirklich nett gemacht. Mal wirklich was ganz anderes, aber ist natürlich jedem seinen Geschmack überlassen. Und da wären wir auch schon im Wohnzimmer. Auch hier seht ihr, das ist wirklich sehr schön gemacht. Harmoniert schön miteinander. Man hat hier eine Fernsehwand eigentlich hingemacht mit sowas ja, Offenes, was eigentlich sehr schön und auch zu dem ganzen Stil hier sehr gut dazu passt. Wir haben ganz spezielle Tapeten. Nein, die habe ich vorhin nicht aus Wut runtergerissen, sondern es ist tatsächlich so, dass es eine Tapete ist, macht einfach mal ein bisschen was anderes aus. Und da hat man natürlich jetzt auch gleich an diese Farben angepasst und hat hier mit Grün weitergemacht, wo wir schon gleich bei der Küche wären. Hier haben wir auch wieder eine offene Küche mit Gerätschaften von diversen Marken. Da könnte man eventuell mal sagen, okay, ich kaufe mir da vielleicht mal was Neues rein. Aber es ist alles noch funktionsfähig. Es ist alles eigentlich in einem sehr guten Zustand. Da kann man sich wirklich nicht beklagen. Wir haben ausreichend Platz auch hier für eine Essgruppe. Und ansonsten hat man das auch wirklich sehr schön gemacht mit den Stuckdecken wieder da oben, mit den eingebauten Spots und indirekter Beleuchtung. Und dann gehen wir auch schon gleich raus. Und zwar auf den nächsten Balkon. Vorsicht hier, kleiner Bommel. So. Auch hier hat man ausreichend Platz für eine Essgruppe.
sind ein paar zu viele Stühle momentan draußen, aber wenn man sich das schön einrichtet, dann passt das eigentlich alles. Und meine Lieben, da seht ihr jetzt auch schon den Garten. Also es ist wirklich sehr gepflegt. Das ist der Pool, der zu dieser Anlage dazu gehört. Und da haben wir das Meer. Also ihr Lieben, jetzt noch mal eine kleine Zusammenfassung. Wir sind in Mahmutlaj im dritten Stock dieser schönen gepflegten Anlage. Wir haben eine 2 plus 1, sprich zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer auf 115 Quadratmeter, zwei Balkone, ein Badezimmer. Die Möbel sind natürlich alle inklusive. Wir haben einen Preis von sage und schreibe 190.000 Euro. Aber ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt gehabt, dass die Preise eben auch sehr stark hier ansteigen. Und das mal das eine. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut, euch auch diese Immobilie zeigen zu dürfen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über eure Likes, wenn ihr mich abonniert. Und gerne stehe ich euch bei jeglichen Fragen zur Verfügung. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, eure Jesche. Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei Alanya Homex. Mein Name ist Gishim und ich habe... Was? Gishim. Mein Name ist Gishim. Halt auf. Und wir haben hier...